Als Steve Jobs 2010 das erste iPad auf den Markt brachte, kam Arno Hofer eine Idee. Er wollte die Weinkarte in eine andere und völlig neue Form der Präsentation bringen. 4 Jahre später war es dann soweit. Der erste Prototyp des Winepads war geboren. Winepad ist eine Weinpräsentation in digitaler und analoger Form. Die Grundidee war, Winepad in die kleinen Häuser zu bringen, wo aber die Servicemitarbeiter nicht die große Weinkompetenz haben. Genutzt wird es aber auch von den ganz großen Häusern. Und dort ist es vor allem ein großer Vorteil für die Sommeliers, die sagen, die Weinverwaltung fällt ihnen wesentlich leichter. Die Weinhändler nutzen unsere Anwendung einerseits, um ihr Sortiment zu präsentieren, aber vor allem auch wird es genutzt, um Weinkarten für die Restaurants zu generieren. Solche Arten von Präsentationen gibt es auch anderswo, aber es gibt keine einzige Anwendung, die diese Datenfülle bringt, wie wir sie machen. Wir erklären die Konsumationsempfehlungen dazu, wie es ein Sommelier im Restaurant tut, wie sehen diverse Kritiker den Wein. All diese Informationen holen wir aus verschiedenen Quellen zusammen und packen sie kompakt zusammen. Das interaktive Weinerlebnis Winepad bietet gegenüber einer althergebrachten Weinkarte immens viele Vorteile für alle. Speziell wenn das eine große Weinkarte ist, tut sich ein Gast oft schwer, den Wein zu finden, den er trinken möchte. Da haben wir unseren digitalen Sommelier mit eingebaut, der dann mit komplexen Suchfiltern ganz individuell auf den Geschmack des Gastes eingeht und der dann auch bestimmt seinen Wein findet. Der Gast kann die Speise- oder die Weinkarte vom Restaurant auf seinem eigenen Smartphone oder Tablet ablegen und sie mitnehmen. Ganz neu haben wir ein Bestellsystem, quasi einen Shop in der Weinkarte. Manchmal findet man einen Wein, der besonders gut ist oder vielleicht auch mehrere und die möchte man sich mitnehmen. Dann hat man auch die Möglichkeit, direkt aus der Weinkarte am eigenen Handy zu bestellen und dann mitzunehmen. Unsere Idee ist, dem Gast die Möglichkeit zu geben, während er den Wein genießt, während er im Restaurant sitzt, sich gleich einen Wein zu bestellen. Quasi die Weinkarte als Verkaufsmodul für den Wein zu Hause. Und darauf stößt man natürlich gerne an. Prost!